Hey Spike, ich bin Crane. Echt toll, noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Zuerst öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Jade hier. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen für Spike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu.
Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Erlöse ihn. Lass ihn bloß nicht leiden. Okay. Erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt.
Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Ach Mist. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und Brain? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken.
Mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du es vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand.
Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Hey Crane, weißt du was? Ich bin auf einem Balkon und beobachte dich. Scheint sich gut zu schlagen für einen Anfänger. Danke. Aber bitte komm in einem Stück wieder, ja? Ich will nicht schon wieder einen neuen anlernen. Thank you.
Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Och, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Ich mache so schnell ich kann, Spike.
Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Was zum Henker ist das? Hey Doc, hier ist Kyle Crane. Crane! Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung? Crane, bist du wach? Spike, was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde.